jemanden am Start. Und zwar den Mann, der aus meiner Sicht, Sebastian hört das vielleicht jetzt gerade nicht so gerne, weil er sehr bescheiden ist, aber es ist für mich der beste Noppenspieler am Tisch deutschlandweit. Und wisst ihr, was ihr von dem jetzt hört? Wie das Spiel am Tisch funktioniert? Die drei wichtigsten Schläge oder drei Schläge, die sehr häufig gespielt werden, verrät er euch jetzt. Und das ist natürlich herausragend. Dafür lege ich meinen Schläger aus der Hand. Vielen Dank, Sebastian, super, dass du hier bist. Dann gehen wir es an. Ne? Genau, gehen wir es an. Der erste wichtige Schlag. Angriff auf Unterschnitt, ja, gibt es viele Möglichkeiten, da was zu machen. Was aber wunderbar funktioniert, ist ein Schlag, der wird oft als Druckschupf bezeichnet. Ja, ist nichts anderes als ein aggressiver Schupfball mit der Noppe auf den Schupfball, der auf mich zukommt. Ja, mit der Noppe haben wir da auch die Möglichkeit, mit einer kurzen, schnellen Bewegung sehr aggressiv in die Bälle reinzugehen. Der Winkel vom Schläger ist etwas geöffnet dabei, aber nicht ganz so extrem geöffnet, wie ich es machen würde, wenn ich mit dem Schnittbelag da reingehe. Mit dem Schnittbelag gehe ich ja in diesem Winkel unter den Ball. Ja? Mit der Noppe kann das alles ein bisschen gerader sein. Der Name sagt es ja auch schon so. Es ist eine Mischung aus einem gedrückten Ball und einem geschupften Ball. Ja? Gehe von hinten nach vorne und schiebe den Ball dabei etwas nach vorne. Ja, der Ball taucht sehr flach ab. Ich kann den auf Unterschnitt auch wunderbar beschleunigen. Eine Sache, die ich noch sagen möchte, es gibt mehrere Arten, diesen Effekt zu erzeugen. Manche Spieler spielen das hauptsächlich aus dem Handgelenk, andere wiederum mehr aus dem Unterarm. Es lässt sich, egal wie man es macht, einfach mal ausprobieren, was dir lieber ist. Ganz wichtiger Schlag, der Blockball. Ja, kann man auch wieder ein bisschen lachen darüber und sagen, der Schlag muss funktionieren, sage ich immer. Wenn es nicht funktioniert, ist der Ballwechsel zu Ende. Ja. Wenn wir einen lockeren Ball bekommen, dann können wir uns ja aussuchen, was für einen Angriffsschlag wir machen. Das können wir uns dann auch aussuchen. Beim Blockball ist es aber so, irgendwie müssen wir es ja hinbekommen. Ist kein ganz so einfacher Schlag, dieser Hackblock. Ja, ist aber direkt ein sehr, sehr gefährlicher. Da gibt es einiges zu beachten. Wichtig wieder, ich habe den Schläger sehr locker in der Hand. Ja, ich will ja Tempo rausnehmen. Es kommt Tempo, das ich rausnehmen möchte. Kann ich mir deshalb auch gut merken. Ja, und mache dann eine lockere, langsame Bewegung. Der Name Hackblock, der so landläufig benutzt wird, ist eigentlich auch sehr irreführend. Unter Hacken stelle ich mir immer vor wie Holzhacken. Ich hau da voll drauf. Es ist aber eigentlich ganz anders. Ich gehe eher sanft und locker an den Ball. Ja. Bewegung ist von oben nach unten hauptsächlich, kann aber auch von hinten nach vorne gehen. Wichtig ist, dass dieses Element mit dabei ist, wo wir von oben nach unten reingehen in den Ball. Das ist ganz entscheidend. Und dann, wie gesagt, ganz entscheidend, nicht zack, super schnell in den Ball rein, sondern eher ganz sanft und langsam bei der Bewegung. Kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie als würde ich schupfen auf diesen Topspin-Ball. Der dritte Schlag, Topspin mit der Noppe. Wenn man in Foren liest, wird das auch häufiger mal als Noppspin bezeichnet. Ja, das ist ein Schlag, da denken sehr, sehr viele, das geht doch gar nicht mit der Noppe. Das funktioniert aber sehr, sehr gut. Muss man dazu sagen, wenn ich eine Noppe mit Schwamm spiele oder mit einem schnelleren Holz, dann geht das noch umso besser als mit einem langsameren Schläger, der dann woanders vielleicht die Vorteile hat. Ja. Von der Schlagausführung, ich muss einen Schlag machen von hinten unten nach vorne oben. Ja, von hinten unten nach vorne oben. Der Ball muss eine gewisse Flugkurve bekommen. Und es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das zu erreichen. Ja, es gibt Spieler,
die spielen fast alles aus dem Handgelenk heraus, das geht. Dann gibt es Spieler, die spielen das fast alles aus dem Unterarm, hier Ellenbogen. Ich kann auch beides gleichzeitig nehmen. Und es gibt auch Spieler, da lache ich auch immer ein bisschen, ja, die bringen sich fast um dabei. Ja. Da wird der ganze Körper eingesetzt. Ich dachte, die können es gar nicht. Nee, das noch nicht unbedingt, aber ja, da geht es dann von hier unten bis hier nach oben. Ganzer Körper geht mit. Das ist auch, ja, der Rücken freut sich. Yeah. Ja. Wird jetzt nicht unbedingt empfehlen, das Letzte zu machen, aber man kann sich das aussuchen davon, was einem am besten liegt. Ja, also nochmal, Bewegung von hinten unten nach vorne oben. Ball muss eine gewisse Flugkurve bekommen. Ja? Und was auch ganz entscheidend ist bei diesem Schlag, dass ich auch hier den Rhythmus mal wechsle. Gerade hier sehe ich ganz viele Spieler, die wie auf Knopfdruck immer gleiches Tempo spielen. Auch hier mal bewusst probieren, bisschen schneller, bisschen langsamer. Und die Erfahrung hat auch gezeigt, auch wenn ich diesen Schlag relativ langsam spiele, haben viele Gegner große Probleme damit, weil die nicht so richtig einschätzen können, was da ankommt. Ne? Muss ich den Ball jetzt blocken? Fällt er mir vielleicht einfach runter? Ja. Muss ich gegengehen? Ja. Ja? Was würdest du sagen zum Balltreffpunkt? Nimmt man den Ball in der aufsteigenden Phase am höchsten Punkt, wenn der fällt? Sollte man sich da lieber ein bisschen Zeit für nehmen? Ja, würde die Mitte wählen. Also den nimmt man jetzt nicht direkt Volley, würde ihn aber auch nicht zu weit springen lassen, ne? Weil wir mit der Noppe auch weniger Tempo ausüben können, als du, wenn du es mit dem Noppeninnenbelag dann machst. Das heißt, ich würde ein bisschen ausspringen lassen, aber nicht allzu viel. Optimalerweise in der aufsteigenden Phase. Dann ist er am gefährlichsten. Wenn er ein bisschen weiter gesprungen ist, ist aber auch noch alles gut, weil ich das Tempo auch selbst steuern kann durch das, was ich mache. Ja. Super. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Einmal beim Profi und einmal einen, der normalerweise keine Noppe spielt. Aber ich brenne schon drauf, mal ein paar Noppspins durchzufeuern. So Leute, ich ziehe mal ein paar Knobspins hier durch. Ja. Aha. Ja. Ja. Spiel mal etwas mehr nach oben, mehr Richtung Decke die Bewegung. Jawohl. Zack, und schon läuft das hier. Zack. Leute, schade, hätte ich den getroffen, hätte ich gesagt, ich wechsle. Ich wechsle wahrscheinlich nicht, aber was ich zum Beispiel merke, ich hole noch mal einen Ball. Ich merke, wenn ich den Ball richtig, so wie ich im normalen Spiel, den sehr stark beschleunigen würde, springt der Ball ins Netz. Wenn ich den so ein bisschen mehr nach oben spiele, läuft das besser. Und wenn ich den gar nicht so schnell spielen will. Ne, ich weiß nicht, können wir gleich auch noch mal kurz drauf eingehen, wie das bei dir ist, Sebastian. Aber wenn man den Ball halt spielt, dass man den nicht als absolute Rakete spielt, sondern auch eher mal versucht, den Ball so ein bisschen hoch zu spielen und den anzugreifen, der ist ja schon unangenehm. Genau, weil die Noppe ist ja gar nicht dafür gemacht, den so schnell zu spielen, wie es nur geht. Genau. Geht nur darum, wieder ja, ein überraschendes Element auf die andere Seite zu bringen. Genau. Man kann es auch mit der Noppe schon relativ schnell machen. Ja. Du musst aber nicht dieses maximale Tempo spielen, genau, was du vielleicht schon auf dem Innenbelag gewohnt bist. Ja? Also es reicht auch mal ein Ball mit 30, 40, 50%. Da haben schon so manche gut dran zu knabbern, weil sie auch gar nicht so richtig einschätzen, genau, was kommt da so an. Ne? Kommt schön angeeiert. Ja. Ne? Also Leute, zieht in Zukunft ein paar Knobspins. So Freunde, wir hoffen, dass dir das Video viel Spaß gemacht hat und du mit den drei Techniken weiterkommst. Es gibt natürlich noch, wie viele Schlagtechniken gibt's? Oh, hab's gar nicht gezählt, aber ist eine gute zweistellige Anzahl auf jeden Fall. Ja, da sind einige Schlagtechniken. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann könnt ihr Sebastian auch kontaktieren. Ich blende unten in der Beschreibung auch noch mal ein, du hast eine Noppenbibel, ne? Genau. Ja. Das ist eine DVD, wo man all die Techniken und noch viele mehr aus verschiedenen Kameraperspektiven sieht, auch in Zeitlupen und noch mal viel detaillierter erklärt. Ja, genau. Also Leute, wenn ihr mehr wissen wollt, holt euch die DVD und ansonsten abonniert natürlich den Kanal, kommentiert natürlich, wie ihr das fandet. Ist auch interessant, ne? Ja. Jetzt was über Noppe. Was wünscht ihr euch vielleicht auch fürs nächste Mal? Und dann hoffe ich, dass ihr noch einen ganz schönen Tag habt. Genau, von mir, probiert einfach mal was Neues aus. Genau, bis dahin. Tschüss. Ja, ciao.